Ich bin Peter Simonischek, Schauspieler. Zurzeit ist meine künstlerische Heimat das Burgtheater in Wien. Das berühmte Licht am Ende des Tunnels, das lang beschworene, ist jetzt offensichtlich da und wir können uns wieder persönlich live sehen und hören. Wir dürfen wieder unser Publikum begrüßen. Sie dürfen uns wieder in natura verfolgen auf der Bühne. Als erstes beginnt das für mich mit den Basler Sinfonikern und Alva Bolten am 26. und 27. Mai im großen Festspielhaus in Salzburg mit Die Geschöpfe des Prometheus von Beethoven. Eine wunderbare Ballettmusik, sehr abwechslungsreich, sehr ausdrucksstark, und dazu werde ich Ihnen die Geschichte von Prometheus erzählen. Prometheus, der den Göttern das Feuer gestohlen hat und es uns Menschen gebracht. Austrian actor Peter Simonczak, who played a musical patriarch in the Oscar-nominated film Tony Erdmann, has died at the age of 76, spokeswoman for the Austrian Federal Theatre said on Tuesday. Born in Graz in 1946, Simonczak received great acclaim in the German-speaking world for his performances, including numerous appearances at the famous Salzburg Festival. In 2016, Simonczak made his international breakthrough in film in the comedy Tony Erdmann, which was nominated for Best Foreign Language Film at the BAFTAs and Golden Globes, as well as the Oscars, and won the prestigious Fipresky Award at Cannes. The bittersweet father-daughter tale features Sandra Hüller opposite Simonczak, who created an indelible portrait of a prank-loving retiree. May his soul rest in peace, and thank you so much for watching.